Nach dem Rücktritt von Martin Schulz als SPD-Chef hat das Parteipräsidium den Weg für seine wahrscheinliche Nachfolgerin freigemacht. Andrea Nahles, die Vorsitzende der Bundestagsfraktion, soll demnach die Partei künftig führen. Die Parteimitglieder sollen am 22. April über die Nachfolge abstimmen. Eigentlich wollte das Präsidium Nahles bis dahin schon übergangsweise mit der Parteiführung betrauen. Das scheiterte aber an rechtlichen Bedenken und daran, dass einige Parteimitglieder darin eine intransparente Personalpolitik sehen. Der Übergangsparteichef kommt jetzt aus Hamburg. Es ist Olaf Scholz, seit 2011 Bürgermeister der Hansestadt. Erfahrungen in der Bundespolitik hat Scholz unter anderem als Parlamentarier und Arbeitsminister gesammelt.